Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Am zweiten Tag schied Gott das Wasser, um die Meere zu schaffen und den Himmel. Am dritten Tag schuf Gott das Land mit Bäumen und Pflanzen und Früchten. Werden wir je wieder Land sehen? Aber natürlich, natürlich werden wir das. Am nächsten Tag setzte er die Sonne, den Mond und die Sterne in den Himmel. Und am fünften Tag schuf er alle Lebewesen der Meere und der Luft. Und am sechsten Tag alle Lebewesen auf der Erde. Und dann schuf er uns, um im Paradies zu leben, bis Adam und Eva Gottes Gebot missachteten und von der verbotenen Frucht aßen. Und durch diese freie Entscheidung erfuhren sie, was gut und was böse ist. Seit dieser Zeit, seit Kain erschlug Abel, sah Gott zu viel Böses in den Herzen der Menschen. Die falsche Wahl, die falsche Entscheidung, das ist der Grund, wieso dies passiert. Unser Schöpfer beschloss, die Erde zu reinigen. Gott warnte mich. Er trug mir auf, eine Arche zu bauen. Eine Arche, um unsere Familie zu retten. Und all die Tiere. Alle anderen Lebewesen sollten sterben. Und am siebten Tag, da ruhte Gott. Die Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Gott! Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Ein Volk findet seinen Glauben in einem allmächtigen Schöpfer. Ihr habt nur einen Vater und der ist im Himmel. Ihr habt nur einen Lehrer und das
ist Christus. Diese Geschichte hilft zu verstehen, wer wir sind. Hungert ihr nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr gesättigt. Durch mich. Warum wir welche Entscheidungen treffen. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Wie wir leben. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie wir lieben. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Wie wir kämpfen. Und alles überwinden. Und es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Ich komme bald zurück. Bevor Milliarden glauben konnten, musste ein Mensch Gottes Stimme hören und den Glauben haben, ihr zu folgen. Abraham. Zieh hinaus aus deinem Land in ein Land, das ich dir und deinen Nachkommen zeigen will. Ich will dich segnen. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen, mit Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Gott, erhöre meine Gebete und stehe uns bei. Sarah! Gott hat zu mir gesprochen. Komm mit mir. Oh. Lot, mein Neffe, komm mit uns. Abraham. Gott hat zu mir gesprochen. Er wird uns in ein neues Land führen. Aber wir haben ein Land. Ein gutes Land. Weg von der Stadt, in ein neues Land. Für unsere Kinder. Aber du hast keine Kinder. Du wirst nie Kinder haben. Wir werden welche haben. Er hat mir Nachkommen versprochen, so zahlreich wie die Sterne. Er hat zu mir gesprochen. Er hat es mir versprochen. Sarah, glaube mir. Glaube mir. Und Lot, kommst du mit? Er führt uns in das Land der Wunder. Nein. Nein. So große Wunder. Getrieben von dem Glauben, dass er der Vater eines großen Volkes sein würde, führte Abraham seinen Stamm in das Land, das ihm von Gott versprochen wurde. Was soll ich denn machen? Dieses Stück Land ist schon besetzt! Das meinst du schon nicht kriegen! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Beruhigt euch! Ach du Dieb! Hör auf! Das geht so nicht weiter. Sag Abraham, was wir beschlossen haben. Was ist hier los? Seine Männer wollen uns unser Weideland wegnehmen! Gott gab uns dieses Land, um es zu teilen. Dann sollte er uns mehr geben. Sag es ihm. Abraham, es gibt nicht genug Land. Wir sind zu viele. Der Herr wird für uns sorgen. Habt Vertrauen. In einen Gott, den wir nicht sehen können? Es ist Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Nein. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Bleiben und verhungern? Zusehen, wie sich unsere Männer wegen einer Handvoll Erde töten? Onkel, wir werden gehen. Nun gut. Wo wollt ihr hin? Zu den grüneren Weiden bei Sodom.
Sodom? Das sind gefährliche Gefilde. Sei auf der Hut. Da Abraham keine eigenen Kinder hatte, war sein Neffe Lot für ihn beinahe so etwas wie ein Sohn. Wie soll ich ein Volk führen, wenn ich nicht einmal meine eigene Familie führen kann? Helft ihm! Das ist einer von Lots Männern! Schnell, beeilt euch! Stütz dich auf mich! Was ist passiert? Wir hatten keine Chance. Es waren so viele. Und Lot? Er lebt. Aber er wurde gefangen genommen. Fass mit an! Helft ihm, los! Vorsichtig! Langsam! Kümmert euch um ihn! Wir haben ein paar sehr gute Männer. Abraham, ihr seid keine Soldaten. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen auf Gott vertrauen und mit uns kommen. Und dann haben sie uns verlassen. Sie haben sich ihr Land ausgesucht. Es war ihre Entscheidung. Sie gehören zur Familie. Wir müssen ihnen helfen. Glaub mir, Gott wird uns beschützen. Lot! Oh, Lot! Ah. So wenige von uns gegen so viele. Gott ist mit uns. Abraham, wir ziehen weiter nach Sodom. Lot, so viele Männer sind gestorben, um dich zu retten. Auch ich habe viele verloren. Wir müssen zusammenbleiben.
Nein. Nein, Onkel. Das können wir nicht. Die Zukunft liegt in der Stadt. Komm mit uns. Wir müssen weiterziehen. Sterne, Abraham. Die Sterne, sie alle, so viele. Zähl sie. Abraham. Zähl sie, zähl sie. Unser Schöpfer erschuf die Sterne. Und er wird uns ebenso viele Nachfahren schenken. Viele Menschen für unser Land. Er hat es uns versprochen. Du wirst ein Kind kriegen. Das werde ich nicht. Doch. Das werde ich nicht. Wirst du. Ich kann nicht. Es ist zu spät für mich. Ja. Halt ihn ruhig, Ismael. Ah, Sarah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh, mein Junge, mein Junge. Mein Junge. Dein Junge. Geh mit deiner Mutter. Abraham.
willkommen, Herr. Bitte, setzt euch zu mir. Bring Wasser. Bereite etwas zu essen für unsere Besucher. Ja, Herr. Kommt ihr von weit her? Ja, von sehr weit her. Abraham, wo ist deine Frau? Dort drin. Im nächsten Jahr wird Sarah einen Sohn gebären. Wieso lachst du? Ich habe nicht gelacht. Doch, das hast du. Und wenn du einen Sohn bekommst, nennst du ihn Isaak. Das bedeutet Lachen. Danke für deine Gastfreundschaft. Wir müssen weiter. Soll ich euch ein Stück begleiten? Wohin wollt ihr? Das Schicksal von Sodom vollenden. Sodom ist verdorben. Eine Stadt der Sünde. Aber mein Neffe Lot lebt dort. Und seine Familie. Der Aufschrei der Empörung gegen Sodom ist groß. Die Stadt ist voller Sünde. Ihr wollt sie zerstören. Die ganze Stadt. So wie die Bösen? Was, wenn es 50 gute Menschen in Sodom gibt? Müssen sie dasselbe Schicksal erleiden wie die Schlechten? Bitte, hilf uns! Wir werden sie prüfen. Wenn meine Engel 50 rechtschaffene Menschen in Sodom finden, werden wir die ganze Stadt verschonen. Bitte, hilf uns. Hilf uns. Oder auch weniger. 30, 20. Ihr würdet sie doch nicht töten. Bitte. Hilf uns. Bitte. Kommt mit. Und wenn es nur 10 rechtschaffene Menschen gibt in Sodom, ihr würdet sie doch retten. Lot, was tust du da? Wer sind diese Männer? Ich helfe ihnen. Ich tue für euch, was ich kann. Sogar wenn wir nur 10 finden, werden wir die ganze Stadt verschonen. Los, komm schon! Vielleicht sind sie auf deiner... Lasst sie in Ruhe! Da! Lasst sie in Ruhe!
Bitte zur Seite. Geschehen. Aber ihr müsst jetzt gehen. Die Stadt wird die gerechte Strafe ereilen. Blickt nicht zurück auf die Stadt der Sünde! Dreht euch nicht um! War zur Salzsäule erstarrt, wegen ihres Ungehorsams gegen Gott. Lot und seine Töchter flohen zu den Bergen und sahen Abraham nie wieder. Wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Ein Junge.
Isaak! Wie er es prophezeit hat. Dein Essen, Ismael. Ismael! Ah, gut. Was ist denn los? Diese Frau glaubt, ihr Junge würde das erben, was eigentlich Isaak zusteht. Was meinst du damit? Wer soll der Erste von unserem Stamm sein? Der erste Stern all dieser Sterne am Himmel. Unser Sohn? Oder ihrer? Sarah. Abraham. Abraham. Du entscheidest. Oder lass Gott entscheiden. Sei tapfer. Im Vertrauen auf Gott, dass sie überleben werden, schickt Abraham Hagar und Ismael in die Wüste. Auf Wiedersehen, Ismael. Oh, mein Junge. Mein Junge. Wenn du groß bist, wird Gott dich mit sehr vielen Kindern segnen. Während der Entbehrung und des Kampfes hatte Abraham gelernt, dass ein Auserwählter Gottes zu sein sowohl Segen als auch Prüfung ist. Immer wieder und wieder wurde sein Glaube auf die Probe gestellt. Habe ich nicht schon oft genug bewiesen, dass ich an dich glaube?
Iss auf. Wenn du eigene Kinder hast, wirst du auch wollen, dass sie groß und stark werden. Abraham. Was ist los? Gott will ein Opfer. Mein Junge, komm mit mir. Das Feuerholz. Aber wo ist das Lamm? Der Herr wird uns das Opfer schon zeigen, mein Sohn. Hat Abraham ein Lamm mitgenommen? Nein, Herrin. Oh! Isaac, hab Vertrauen zu Gott. Ist das Opferlamm. Oh, mein Junge. Mein Junge. Oh.
Nein. Nein. Isaac! Abraham hatte die letzte Prüfung bestanden. Er wurde der Urvater von Gottes auserwähltem Volk. Isaak trat sein Erbe an. Er hatte einen Sohn, Jakob. Später wird Gott ihm den Namen Israel geben. Das Versprechen, Nachkommen so zahlreich wie Sterne zu haben, wird sich erfüllen. Doch schon bald zwingt eine Hungersnot, die Israeliten weit weg vom gelobten Land nach Ägypten zu ziehen. Dort müssen sie als Sklaven für den Pharao arbeiten. Nach 4 Jahrhunderten waren Abraham und Gott beinahe in Vergessenheit geraten. Sein ganzes Volk wurde geschunden und versklavt. Bis auf einen. Moses! In der nächsten Folge. Willst du schon wieder kämpfen? Ich kann mich nicht weigern. Er ist der Sohn des Pharaos. Kämpfe! Ich befehle es dir! Du bist keiner von uns! Was redet er da? Du wurdest als Sklave geboren. Da draußen ist dein Volk, Moses. Die Israeliten. Willkommen in deinem neuen Leben, Moses! Du bist jetzt ein Nichts! Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich schicke dich zum Pharao, um sie aus Ägypten zu führen. Warte, bitte! Wer bist du? Mein Name ist Moses. Josua. Gott hat mich geschickt, um euch zu befreien. Wieso bist du hier, Moses? Lass mein Volk gehen. Es steht ihnen frei zu wählen. Sklaverei oder Tod. Mein ganzes Leben lang habe ich dem Pharao gehört. Ich will nie wieder ein Sklave sein. Josua, Gott ist mit uns. Der Engel des Todes kommt. Geh und verlasse mein Land und nimm deinen elenden Gott mit dir. Ja! Die Ägypter, sie kommen! Verhalf mir! Bringt mir Moses!
Lamm mitgenommen? Nein, Herrin. Oh. Isaac, hab Vertrauen zu Gott. Ist das Opferlamm. Oh, mein Junge. Mein Junge. Was mit an? Hilf ihm, los! Vorsichtig. Langsam. Kümmert euch um ihn. Ein paar sehr gute Männer. Abraham, ihr seid keine Soldaten. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen auf Gott vertrauen und mit uns kommen. Und dann haben sie uns verlassen. Sie haben sich ihr Land ausgesucht. Es war ihre Entscheidung. Sie gehören zur Familie. Wir müssen ihnen helfen. Glaub mir, Gott wird uns beschützen. Vertraut auf Gott!
Lot! Oh, Lot! Die Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Ein Volk findet seinen Glauben in einem allmächtigen Schöpfer. Ihr habt nur einen Vater und der ist im Himmel. Ihr habt nur einen Lehrer und das ist Christus. Diese Geschichte hilft zu verstehen, wer wir sind. Hungert ihr nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr gesättigt durch mich. Warum wir welche Entscheidungen treffen. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Wie wir leben. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie wir lieben. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Wie wir kämpfen und alles überwinden. Und es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Ich komme bald zurück. Bevor Milliarden glauben konnten, musste ein Mensch Gottes Stimme hören und den Glauben haben, ihr zu folgen. Abraham, zieh hinaus aus deinem Land in ein Land, das ich dir und deinen Nachkommen zeigen will. Ich will dich segnen. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen, mit Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Gott, erhöre meine Gebete und stehe uns bei. Sarah! Gott hat zu mir gesprochen. Komm mit mir. Oh. Lot, mein Neffe, komm mit uns. Abraham! Gott hat zu mir gesprochen. Er wird uns in ein neues Land führen. Aber wir haben ein Land. Was soll ich denn machen? Dieses Stück Land ist schon besetzt. Das meinst du schon nicht kriegen? Hört auf! Hört auf! Hört auf! Beruhigt euch! Ach du Dieb! Hör auf! Das geht so nicht weiter. Sag Abraham, was wir beschlossen haben. Was ist hier los? Seine Männer wollen uns unser Weideland wegnehmen. Gott gab uns dieses Land, um es zu teilen. Dann sollte er uns mehr geben. Sag es ihm. Abraham, es gibt nicht genug Land. Wir sind zu viele. Der Herr wird für uns sorgen. Habt Vertrauen. In einen Gott, den wir nicht sehen können? Es ist Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Nein. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Bleiben und verhungern? Zusehen, wie sich unsere Männer wegen einer Handvoll Erde töten? Onkel, wir werden gehen. Nun gut. Wo wollt ihr hin? Zu den grüneren Weiden bei Sodom. Sodom? Das sind gefährliche Gefilde. Sei auf der Hut. Da Abraham keine eigenen Kinder hatte, war sein Neffe Lot für ihn beinahe so etwas wie ein Sohn. Wie soll ich ein Volk führen?
wenn ich nicht einmal meine eigene Familie führen kann? Helft ihm! Das ist einer von Loths Männern! Schnell, beeilt euch! Stütz dich auf mich! Was ist passiert? Wir hatten keine Chance. Es waren so viele. Und Loth? Er lebt. Aber er wurde gefangen genommen. Fass mit an! Helft ihm, los! Vorsichtig! Langsam! Kümmert euch um ihn! Wir haben ein paar sehr gute Männer. Bis Adam und Eva Gottes Gebot missachteten und von der verbotenen Frucht aßen. Und durch diese freie Entscheidung erfuhren sie, was gut und was böse ist. Seit dieser Zeit, seit Kain erschlug Abel, sah Gott zu viel Böses in den Herzen der Menschen. Die falsche Wahl, die falsche Entscheidung, das ist der Grund, wieso dies passiert. Unser Schöpfer beschloss, die Erde zu reinigen. Gott warnte mich, er trug mir auf, eine Arche zu bauen. Eine Arche, um unsere Familie zu retten. Und all die Tiere. Alle anderen Lebewesen sollten sterben. Am siebten Tag, da ruhte Gott. Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Gott! Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Ein Volk findet seinen Glauben in einem Allmächtigen. Willkommen, Herr. Bitte, setzt euch zu mir. Bring Wasser. Bereite etwas zu essen für unsere Besucher. Ja, Herr. Ihr von weit her? Ja, von sehr weit her.
Abraham, wo ist deine Frau? Dort drin. Im nächsten Jahr wird Sarah einen Sohn gebären. Wieso lachst du? Ich habe nicht gelacht. Doch, das hast du. Und wenn du einen Sohn bekommst, nennst du ihn Isaak. Das bedeutet Lachen. Danke für deine Gastfreundschaft. Wir müssen weiter. Soll ich euch ein Stück begleiten? Wohin wollt ihr? Das Schicksal von Sodom vollenden. Sodom ist verdorben. Eine Stadt der Sünde. Aber mein Neffe Lot lebt dort. Und seine Familie. Der Aufschrei der Empörung gegen Sodom ist groß. Die Stadt ist voller Sünde. Ihr wollt sie zerstören. Wenn du eigene Kinder hast, wirst du auch wollen, dass sie groß und stark werden. Abraham! Was ist los? Gott will ein Opfer. Mein Junge, komm mit mir. Das Feuerholz. Aber wo ist das Lamm? Der Herr wird uns das Opfer schon zeigen, mein Sohn. Hat Abraham ein Lamm mitgenommen? Nein, Herrin. Oh! Das Holz.
Abraham, du entscheidest. Oder lass Gott entscheiden. Sei tapfer. Im Vertrauen auf Gott, dass sie überleben werden, schickt Abraham Hagar und Ismael in die Wüste. Auf Wiedersehen, Ismael. Oh, mein Junge. Wenn du groß bist, wird Gott dich mit sehr vielen Kindern segnen. Während der Entbehrung und des Kampfes hatte Abraham gelernt, dass ein Auserwählter Gottes zu sein sowohl Segen als auch Prüfung ist. Immer wieder und wieder wurde sein Glaube auf die Probe gestellt. Paradies zu leben. Bis Adam und Eva Gottes Gebot missachteten und von der verbotenen Frucht aßen. Und durch diese freie Entscheidung erfuhren sie, was gut und was böse ist. Seit dieser Zeit, seit Kain erschlug Abel, sah Gott zu viel Böses in den Herzen der Menschen. Die falsche Wahl, die falsche Entscheidung, das ist der Grund, wieso dies passiert. Unser Schöpfer beschloss, die Erde zu reinigen. Gott warnte mich. Er trug mir auf, eine Arche zu bauen. Eine Arche, um unsere Familie zu retten. Und all die Tiere. Alle anderen Lebewesen sollten sterben. Am siebten Tag, da ruhte Gott.
Nachdem die Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die falsche Wahl, die falsche Entscheidung. Das ist der Grund, wieso dies passiert. Unser Schöpfer beschloss, die Erde zu reinigen. Gott warnte mich. Er trug mir auf, eine Arche zu bauen. Eine Arche, um unsere Familie zu retten. Und all die Tiere. Alle anderen Lebewesen sollten sterben. Und am siebten Tag, da ruhte Gott. Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Ein Volk findet seinen Glauben in einem allmächtigen Schöpfer. Ihr habt nur einen Vater und der ist im Himmel. Ihr habt nur einen Lehrer und das ist Christus. Diese Geschichte hilft zu verstehen, wer wir sind. Hungert ihr nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr gesättigt durch mich. Warum wir welche Entscheidungen treffen. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Wie wir leben. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das. Alle anderen Lebewesen sollten sterben. Siebten Tag, da ruhte Gott. Erde in den Fluten versunken war, gab es einen Neuanfang für Noahs Nachfahren und die Chance,
die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu erneuern. Dies ist die Bibel. Es hat begonnen. Was werden wir jetzt tun? Die Welt verändern. Ein Volk findet seinen Glauben in einem allmächtigen Schöpfer. Ihr habt nur einen Vater und der ist im Himmel. Ihr habt nur einen Lehrer und das ist Christus. Diese Geschichte hilft zu verstehen, wer wir sind. Hungert ihr nach Gerechtigkeit, dann werdet ihr gesättigt durch mich. Warum wir welche Entscheidungen treffen. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Wie wir leben. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie wir lieben. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Wie wir kämpfen. Und alles überwinden. Und es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Ich komme bald zurück. Bevor Milliarden glauben konnten, musste ein Mensch Gottes Stimme hören.